Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, ich wollte es länger schon aufnehmen, aber hatte nie Zeit dafür. Jetzt habe ich eine Woche Urlaub und kann mich endlich mal drum kümmern. Und ja, jetzt haben wir heute Kanäle bewerten Nummer 5 mittlerweile. Richtig geil, wir haben wieder viele Leute geschrieben, die ihren Kanal bewertet haben wollten. Ja, und das werden wir heute machen. Wir werden heute mal uns wieder 4 bis 5 Kanäle angucken, je nachdem, was die Zeit so zulässt. Und ja, wie ihr seht, sind wir auf meinem Kanal. Und wir haben 5.960 Abonnenten. Richtig geil, Leute. Ich danke euch für den Support in letzter Zeit. Ist richtig heftig. In den Streams geht's richtig ab. Bei Insta geht ihr richtig ab. Es ist nicht mehr normal. Auf jeden Fall ein ganz fettes Dankeschön, Leute. Und ja, wenn ihr jetzt neu auf meinem Kanal seid und noch nicht abonniert habt und nicht die Glocke aktiviert habt, dann, Leute, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Dann werdet ihr nämlich nichts mehr verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum ersten Kanal. Und schauen wir mal, was der erste Kanal so für uns bereithält. So, wir sind auf dem ersten Kanal und das ist der Kanal von Alex Alive. 277 Abonnenten und wir schauen mal, was er denn so macht auf seinem Kanal. Der Banner sieht, wie soll man das jetzt nennen, modern, steril aus, also sehr schlicht gehalten, mit dem X in der Mitte, was jetzt auch nicht schlimm ist. Wie gesagt, ich finde es okay mit den paar Akzenten hier, andere Schriftfarbe in den Buchstaben hier, sehr schön. Dann so eine Art Zitat. Ich will, dass die Leute wissen, dass jeden Freitag um 18 Uhr so ein dummes neues Video kommt. Alex, finde ich geil, finde ich cool gemacht auf jeden Fall. Die Idee ist auch nicht schlecht. Ja, hier habt ihr seine Social Medias auch schön verlinkt. Kann man natürlich auf dem weißen Hintergrund sehr, sehr gut erkennen. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir schauen mal in die Kanalinfo rein. So. Hey, ich bin Alex. Willkommen auf meinem Channel. Wie auch immer ihr hierher gefunden habt. Da ihr schon mal da seid, lasst gerne ein Abo da. Schönen Tag noch, Alex. Collab Channel. Okay, da hat er wahrscheinlich schon einen Kanal, mit dem er zusammenarbeitet. Ja, sieht ganz gut aus. Kurz und knackig, aber auf den Punkt gebracht auf jeden Fall. Wir schauen mal in Playlisten rein. So, Playlisten hat er auch. Gedankenkotze, okay. Explore-Videos, unterwegs in Lost Places. Auch nicht schlecht. YouTube-Meilensteine. The Unknown, Geist und Mystery, okay. Also er macht schon sehr vieles querbeet, also nicht schlecht. Collaborations, also Kooperation mit anderen, okay. Fun, die lustigsten Videos, okay, geil. Wir gehen mal auf Videos und gucken mal, was er denn so macht, okay. Thumbnails macht er auf jeden Fall gut. Hat ein bisschen gedauert, ich weiß. Ich war so, gucken, was hier so steht. finde ich auf jeden Fall cool. Er ist selber drauf zu sehen und auch die Schrift hebt sich gut vom Hintergrund ab. Jetzt will ich aber ein bisschen was sehen, okay. Jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Post von einem echten Mörder, okay. TikTok, Lifehacks Teil 2, Lifehacks Teil 1, Mystery Box, was machen wir denn? Vlog, Gesetze, die diese Welt nicht braucht. Das ist bestimmt lustig, komm, wir gucken mal rein. Hey Leute, ich bin Alex und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute lese ich euch mal ein paar verrückte Gesetze vor, die die Welt nicht braucht. Hier ist eine Fliege. Du stirbst. So. Aber davor hätte ich noch eine Frage an euch, und zwar, welches Format findet ihr am besten? Wir hatten jetzt schon viele auf meinem Channel, das waren einmal diese 3am oder Gruselvideos, dann hatten wir die Vlogs, wir hatten die Produkt- bzw. Make-up-Tests, da muss ich noch gucken, wie ich das realisieren kann. Wenn ihr wollt, dass ich wieder so wunderschön aussehe wie damals, dann schreibt es in die Kommentare oder ihr... Okay, was mir jetzt am Anfang direkt auffällt, ich weiß nicht, ob es an der Kamera liegt oder an den Lichtverhältnissen oder so. Ich finde, er wirkt ein bisschen unscharf. Weil ich habe schon die Auflösung auf 1080 gestellt, beziehungsweise sie stand schon auf 1080. Aber ich finde, im Gegensatz zum Hintergrund, fokussiert die Kamera ihn nicht so gut. Müssen wir mal gucken, dass man da vielleicht die Kameraeinstellung mal nachguckt. Aber ich denke, das liegt an der Kamera, dass sie den Hintergrund viel mehr fokussiert, also in den Fokus nimmt als ihn. Findet einfach alles gut, was ich und Jana zusammen machen, dann folgt auf jeden... So,
Sorry. Dann alles klar, also wir spulen mal ein bisschen dann vor. Rückwärts laufen. Jetzt wird ja mal Gesetze. Trafen für so einen Elefanten aussieht. Ich meine, oh, du bist jetzt ausgesetzt nach Afrika? In Siena ist es allen Frauen mit dem Vornamen Maria verboten, Prostituierte zu werden. Ich wüsste auf jeden Fall, wie ich meine Tochter nennen würde. Ich glaube, da gibt es dann auch nur noch Maria 1, Maria 2, Maria 3. Nach deutschem Recht wird ein Bienenschwarm herrenlos, wenn ihn sein Besitzer nicht unverzüglich verfolgt. Wenn er ihn aber verfolgt, darf er auch über fremde Grundstücke laufen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in irgendein Gebäude steigen möchte, sage ich vielleicht einfach, oh, sorry Leute, mein Bienenschwarm. In einem Witz. Okay. Ist eigentlich ganz witzig. Ich würde mir jetzt auch gerne noch die anderen Gesetze anhören, aber dann wird das Video zu lang werden. Ist ganz witzig. Man müsste mal ein bisschen durchschauen, was es noch so gibt auf dem Kanal. Er macht es auf jeden Fall sehr gut. Das Einzige, was ich hier noch machen würde, ist, ich würde die Gesetze unten nochmal in schriftlicher Form einblenden. Ich glaube, das würde ich noch machen. Keine Ahnung. Ich glaube, dann könnte der Zuschauer auch selber gucken, falls man das nicht versteht. Weil ich habe jetzt gerade eben das mit in Siena, was er so schnell hintereinander gesprochen hat, habe ich in Siena verstanden und nicht in Siena. So, das. Aber gut, ist egal. Wie gesagt, das würde ich noch machen. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Auch gute Kommentare drunter. Passt eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Kandidaten, Leute. Ja, Leute, der zweite Kandidat oder vielmehr die zweite Kandidatin ist Ellie Mirelli, aka Elaine. Die meisten von euch werden sie wahrscheinlich schon kennen aus meinen Streams oder so. Sie ist öfter mal in meinem Chat. Und ja, was mir als erstes auffällt, ist dieser mega nice Banner, Ellie. Also, der sieht richtig geil aus. Das Einzige natürlich, links und rechts auf dem PC sieht man natürlich jetzt kein Bild. Da ist halt nur die Farbe. Aber ansonsten ein richtig, richtig nicer Banner. Gefällt mir richtig gut. Die Social Medias erkennt man auch sehr, sehr geil. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf Kanalinfo und schauen mal in die Kanalinfo rein. Hallo erstmal, mein Name ist Ellie. Auf meinem Kanal werden hauptsächlich Minecraft, Fortnite, Sims 4, The Forest und weitere Horrorspiele kommen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne über Instagram schreiben. Jeder ist willkommen. Support ist kein Mord, ich würde mich über ein Abo sehr freuen, eure Ellie. Sicher doch, Abo ist sowieso schon am Start. Und jetzt schauen wir mal in Playlist rein. Okay, Playlist hat sie nur zwei. Horror Games with Me, Run Room Everyday Challenge. Okay, schauen wir mal in Videos rein. Okay, Videos hat sie jede Menge Minecraft. Minecraft, Minecraft, Sims 4, okay. Was haben wir noch? One Late Night, okay. Horror Games with Me. Okay, One Late Night. Müssen wir uns mal merken. Wir gucken gleich mal ein Video rein. GTA, das erste Mal eine Map spielen. Das klingt doch lustig, oder? GTA Online, sind das Hacker? Random Facts About Me. Okay, da gucken wir jetzt mal rein. Gehen wir kurz an den Start. Oh, ich soll mitmachen hier. Oh, die geben mir Geld. Danke. Oh, ich glaube, die cheaten gerade Geld, Leute. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Guys, ihr könnt mir gerne Geld geben, aber ich muss jetzt ganz schnell weg. Und die Kohle steigt. Nein. Ich nehme den jetzt. Zieh den an, die Drecks, und dann ab runter. Spring! Jetzt vor's Haus klatsche, das willst du feiern. Junge. Das hat sie auch gemacht, das hat sie gemacht. Leute, herzlich willkommen. So, GTA 5. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, ich habe hier mir gerade. Also, was habe ich noch nicht erzählt? Mein Sternzeichen ist Stier. Ich war da. Ich bin die einzige Gamerin aus meiner Klasse. Und ich liebe es zu zocken. Aber eine sehr angenehme Stimme, Leute. Man hört echt gerne zu. Also die Stimme finde ich mega. Wirklich. Ich zocke jetzt ungefähr schon. Ich möchte meinen, ich zocke ungefähr
jetzt schon 5 Jahre lang Minecraft und... Oh mein Gott, Leute, das macht ja mal übel Spaß, aber ich muss ein bisschen Gas wegnehmen, ne? Nach der ersten Kurve weiß ich schon, dass das übelst Spaß macht. Es macht auch Spaß, du zu sehen. Alter, ist nicht deren Ernst. Karosserie ist schon mal weg? Ja, okay, ramm mich weiter, Bro. Mach das, gar kein Problem für mich. Alter. Was ist denn hier los? Was kann ich noch erzählen hier? Was habe ich noch? Ich habe Piercings. Jo, moin. Also, den hat sie erstmal voll weggeballert. Ich glaube einfach, die Piercings gehören so zu mir. Ich habe jetzt kein bestimmtes im Gesicht direkt, aber ich habe am Ohr Piercing. Ich kann das nicht fahren, ne? Ich bin Elfter. Zwölfter, ich bin Zwölfter. Moin. Oh nee, ey. Really, kann ich das bitte verlassen? Wartet mal, ich muss mich mal kurz konzentrieren, bevor ich gleich weiter erzähle. Ja. Okay, jetzt habt ihr ein bisschen was von Ellie gesehen. Ist auf jeden Fall sehr amüsant. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt zum nächsten Kandidaten, Leute. So, wir sind jetzt beim dritten Kandidaten und das ist X-Crawless. Und auch hier fällt mir wieder dieser mega nice Banner auf. Sehr geil auf jeden Fall, vor allem mit der Minecraft-Schrift. Gefällt mir richtig gut. Und ja, so, Social Media sind gar keine verlinkt. Wahrscheinlich, weil er keine benutzt oder es noch nicht gemacht hat, keine Ahnung. Wir gehen mal auf Kanalinfo und schauen mal rein. Seid gegrüßt. Okay, da geht schon direkt der erste Fehler. Seid mit D, bitte. Seid gegrüßt. Wenn ihr das hier lest, verschwendet ihr womöglich ein bisschen Zeit von euren Leben. Weißt du, von euren Leben? Wenn ihr das hier lest, verschwendet ihr womöglich ein bisschen Zeit von euren Leben. Heißt es nicht von eurem Leben mit M? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hier steht nur, dass hier Livestreams und Videos von Spielen wie GTA 5, Minecraft und anderen Spielen kommen werden. Glückwunsch, 10 Sekunden Lebenszeit verschwendet. Wenn du dir das durchgelesen hast, lass doch gleich ein Abo da. Ja, okay. So, Playlisten. Okay, Playlisten haben wir Far Cry 5 Kampagne auf schwer. Nur eine Playlist. Guck mal in Videos rein, wie viele Videos denn am Start sind. Okay, sind noch nicht so viele. Aber cool, Far Cry 5 hat auf jeden Fall eine Playlist gemacht. Vielleicht konnte er von Minecraft auch noch eine Playlist machen. Da hat er auch jede Menge Videos. GTA vielleicht auch noch. Okay. Kinderserien bewerten mit Ellie aka Ellie Spidelli. Alles klar, so wir gehen jetzt mal auf Kinderserien bewerten. Ich bin mal gespannt, was da für Kinderserien kommen. Habe ich uns hier eine Tierlist rausgesucht zum Thema Kinderserien. Und wir werden heute unsere Kinderserien oder Kinderserien, die wir auch nicht kennen oder Kinderserien, die wir vielleicht kennen, bewerten, wie wir sie finden. Ob sie zum Beispiel A sind super cool, F, ob wir sie scheiße fanden oder nicht geguckt haben. Auch wenn F grün ist, was komisch ist, und A rot? Ja, A das ist verwirrt. Rot, weil es so cool ist. Da explodiert das schon vor cool. Okay, also A ist das Beste, ne? Und ja, F. A ist das Beste. A, F ist das Schlechteste. Wir können es auch so machen, dass wir F nehmen, als kennen wir nicht. Okay, wir spulen ein bisschen vor, weil das Video geht 30 Minuten und wir müssen ja einfach mal anfangen. Ne? So, fangen wir mal an, wo das erste ausgesucht wird. Hier. Okay, die gut. Sendung mit der Maus. Die Sendung mit der Maus. Feierei. So schlimm. So schlimm. Fände ich ganz schrecklich. Du fandest das schlimm, warum? Ich fand das schrecklich. Keine Ahnung, das kommt immer, bevor das Märchen kommt, sonntags. Und ich gucke oft Märchen und ich... Das ist einfach Quatsch, was die da machen. Ey, das ist für Bilder. Das ist für kleine Kinder. Kleine Kinder, okay, aber jetzt, ich habe doch nicht als Kind gefeiert, sorry. Das ist für mich ein D. Nee, es ist nicht scheiße. Für mich ein F. Okay. Eins. Eins, zwei oder drei. Ich weiß nicht. Ah, ich tue es auch mit so D. Es ist auch. Habe ich nicht so gefeiert. Ich hab's ab und zu. Ja, spring einmal in die Mitte, damit wir ein bisschen mehr mal sehen hier. Ja, Freunde und ich machen es darüber immer lustig. Aber durch Kikanitin konnte ich Jan und der kleine rote Traktor gucken, deswegen war es okay. Ja, wir müssen weitermachen. Littlefoot. In ein Land vor unserer Zeit. D. Ganz schrecklich. Das feiere ich. Ganz schrecklicher Film. Weißt du, tatsächlich habe ich das nicht geguckt und warum? Weil du keine Kindheit hattest? Weil mir... Doch. Ich habe das ja... Das fand ich gut, aber... Das hat mich immer traurig gemacht irgendwie. Weil mir die Leiter... Hier, Chip und Champion. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Die waren so süß und irgendwie... Ich wollte die haben. Okay. Auf jeden Fall auch sehr cool mit den...
Thumbnails, auch sehr schön gemacht. Okay, Far Cry ist, glaube ich, ein Standardbild einfach nur reingeklatscht. Minecraft ist, glaube ich, auch mehr Standard, aber halt die Schrift draufgesetzt und so. Ist okay. Auf jeden Fall sieht es optisch ganz gut aus. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, schaut bei Crawlers vorbei. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Kandidaten. So, wir sind beim lieben Owl Esser. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiere mich bitte. Owl Esser hat auch einen Kanaltrailer, beziehungsweise sein Best-of 2019 als Kanaltrailer eingestellt. Finde ich sehr, sehr cool. Sieht auf jeden Fall optisch sehr cool aus. Auf jeden Fall. Die Schrift oben ist auch noch gut lesbar. Beim letzten Mal oder vorletzten Mal habe ich, glaube ich, einmal eine Schrift bemängelt, weil die halt so schlecht lesbar war. Aber hier geht's noch klar. Man sieht das Owl Esser ganz gut raus mit den Flügeln an der Seite. Sieht geil aus. Auch beim Logo kommt das gut. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf Kanalinfo. So, Beschreibung. Sehr geehrte Damen und Herren, let me introduce myself. Ich bin Mitch. Keine Ahnung, wie alt und du befindest dich, aus welchem Grund auch immer, auf meinem Kanal Owl Esser. Dies ist ein reiner Gaming-Kanal meinerseits. Es wird keine Vlogs, Real-Life-Shits, Real-Talks oder sonst was ähnliches geben. Nur Gaming mit mittelmäßigem Schnitt. Kein Let's Play über 30 Minuten und keine Livestreams. Eher auf hoffentlich maximal 10 Minuten runtergeschnittenes Video, das euch hoffentlich den Tag etwas versüßt. Ich versuche standardmäßig ein Video pro 2 Wochen hochzuladen, außer ich spiele eine Story-Kampagne durch solche Halo. Dann kommt es hoffentlich wöchentlich. Games, die ich zocke, Halo, alle Teile, Kampagne und Online, GTA 5 Online, COD Multiplayer, Modern Warfare Remastered, Modern Warfare und was die Zukunft bringt. Red Dead Redemption 2 Online, wenn ich Freunde habe, die das auch zocken. Beim Schneiden meiner Videos habe ich mich von Vanos Gaming, The Gaming Lemon und Fitz inspirieren lassen. Alles klar. So, auf jeden Fall schon mal schön alles auf den Punkt gebracht. Und ja, dann schauen wir mal in seine Playlisten rein. Okay, auch sehr übersichtlich gemacht hier, finde ich. GTA Online mit keinem Commentary, GTA Online Serious Noob, Red Dead Online, Modern Warfare Remastered, GTA Online, Halo, Halo Reach, Modern Warfare. Okay, auf jeden Fall sehr cool gemacht, sehr übersichtlich gestaltet. Schauen wir mal in die Videos rein. So, wollen wir mal gucken, Videos. Ja, Thumbnails sind am Start. Aber okay, ich gucke jetzt gerade nochmal durch. Die GTA-Thumbnails sind schon mal cool. Ist einfach nur GTA-Logo drauf auf dem Bild. Passt auf jeden Fall. Red Dead Redemption ist so ähnlich aufgebaut. Ich gucke jetzt gerade hier oben. Bei Halo. Hier. Ich finde, die Schrift ist sehr klein. Man kann das sehr schlecht lesen hier. 2 Spartans, die wissen, was sie tun. Okay. Halo, das Logo natürlich, kann man sehr gut lesen. Ist groß genug, aber ich finde, die Schrift hier ist schon sehr klein. Und hier zum Beispiel auf dem hellen Hintergrund von dem Berg ist eine weiße Schrift auch nicht so geil. Da müsste ein Schlagschatten hinter oder sowas, weil das kann ich überhaupt nicht lesen. Remember Reach oder so? Das würde ich ein bisschen anders machen. Würde ich einen dunklen Hintergrund wählen oder die Schrift mit dunkel hervorheben. Das ist wieder ganz cool hier. Wie man den Bandana-Shell kriegt. Okay. Da muss man auch extrem, also jetzt auf dem PC. Ich gucke jetzt über den PC. Ne? Wenn ich über Handy gucke, weiß ich, ob es dann vielleicht einfacher ist. Aber auf dem PC ist es echt schlecht zu lesen, weil die Schrift so klein ist. Da müssen wir mal gucken, wenn die Schrift vielleicht was größer macht oder eine andere Schriftart wählt oder keine Ahnung. Ansonsten gefällt mir das auf jeden Fall schon mal. Wir schauen jetzt mal in, ich würde sagen, wir gucken mal in Modern Warfare rein, weil das aktuell so das Spiel ist, was ich auch spiele. Modern Warfare Nummer 8, Random Moments, okay, wir gucken mal rein. Habt ihr nicht mal tagsüber Zeit? Weil Aul hat seine Schicht. Nein, ich hab meine Schicht. Morgen hätte ich früher abends Zeit. Aber Aul halt nicht, ne? Ohne meinen Aul spiele ich nicht. Das hab ich aufgenommen. Gleich wieder Kopfgeld safe. Okay, sehr geil gecuttet auf jeden Fall. Das gefällt mir schon richtig gut. Auch das Intro ist richtig geil geworden. Finde ich auch cool. Warte, ich bin so gut. Hab ihn. Ich bin Batman. So ein scheiß Batman, oder? Wer guckt schon Marvel-Filme?
Warte mal, hast du gerade gesagt Wayne? Batman und Barbie? Man merkt schon, dass ich nicht vom Fach bin. Ja, oder ist der Sniper? Mit schissen Glaser. Ey, der ist jetzt gerade reingegangen, der ist gerade reingegangen. Der. Oh shit, hier! Hab ihn. Junge, hör's auf zu schießen! Der ist tot! Oh, sag mir, wo der ist. Okay, auf jeden Fall sehr geil geschnitten, gefällt mir sehr gut. Ja, da kann man sich noch eine Scheibe abschneiden, ich vor allen Dingen auch. Aber nee, finde ich echt cool, sehr gut geworden. Ich werde mir das Video definitiv gleich noch weiter gönnen. Aber nice, gefällt mir gut. Wenn ihr mehr sehen wollt von Owl Esser oder Owl Esser, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, dann schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Und ich habe noch einen Kandidaten, wo wir reingehen und den schauen wir uns jetzt an. So, wir sind beim letzten Kandidaten von heute und zwar bei Gaming Flag. Gaming Flag habe ich auf der Gamescom kennengelernt, 2019. Ja, wir gucken mal. Banner sehr, sehr schlicht gehalten. Schwarz, einfach eine rote Schrift mit gelbem, gelbem Hintergrund. Nicht Schatten, aber so gelben. 2000 Jahre später. Gelben Versatz drin. Und, ja, wir gehen auf Kanalinfo. Gibt keine Kanalinfo außer seine Facebook-Seite. Facebook-Seite immer nach unten. Ne? Du kannst hier unten drunter kannst du Links reinposten, die dann auch hier angezeigt werden in Kurzform. Da kann der Zuschauer einfach draufklicken, kommt direkt auf deine Social Medias. Solltest du definitiv überarbeiten und mal eine Kanalbeschreibung reinschreiben. Wer du bist, was du machst, wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. So, guck mal in Playlisten rein. Playlisten gibt es auf jeden Fall auch. Doom Eternal. Wieso gibt es zweimal Doom Eternal? Red Dead Redemption 2, Resident Evil 3 und COD Modern Warfare Battle Royale. Okay. Wir gehen mal auf Videos. So. Okay, was ich jetzt schon mal sehe, ist, du machst viele Streams. Aber keine Thumbnails. So gut wie keine Thumbnails. Was ein bisschen schade ist, denn Thumbnails solltest du definitiv machen. Definitiv. Ja, ich finde also wirklich kein einziges Thumbnail. Das hier ist vielleicht ein Thumbnail. Aber da musst du auf jeden Fall dran arbeiten. Definitiv Thumbnails machen. Ohne Thumbnails ist das Ganze ist nichts. So, wir gucken jetzt einfach mal in irgendeinen Stream rein. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier den letzten. So. Okay, es streamt auf jeden Fall über die PS4 und nicht über OBS oder sowas. Erstmal die Fluppe an. Okay, ich muss direkt Ton ausmachen, Leute. Copyright ist, kannst du direkt schon vergessen. Nehmen wir mal den Stream davor. Gucken wir mal hier rein. Dein Ernst? Okay, wird nicht beanstandet. Gucken wir mal. Ich schwimme ein bisschen vor, Leute. Nee, wird nicht so lange gehen, warte mal. Mach mir mal ein Foto, wie das aussieht. Facecam sind zwei Leute, aber keinen Gang. Boah, er macht hier Chicken Nuggets einfach breit. Ich muss mich hier noch konzentrieren. Oh, Alter. Du kennst mich ja. Oh, ja, wer bist du denn? Ich hab grad absolut keine Ahnung. Muss mir kurz helfen, ich weiß nicht, wer du bist. Westworld haben sie aber auch schon gedreht. Ja, welche war das nochmal? Ich hab keine Ahnung mehr. Einen Namen kenne ich. Au, Mist! Ja, okay. Also, die Facecam würde ich auf jeden Fall so drehen, dass man dich auch sieht. Also, wenn du schon eine Facecam hast, dann sollte man auch dich sehen und nicht irgendwie den Arm von deinem Kollegen oder sonst, ne? Wie gesagt, kannst du ja einfach wahrscheinlich so verschieben oder so. Was ich cool finde, ist, du gehst auf deine Zuschauer ein, du liest die Sachen vor, antwortest drauf, finde ich schon mal nice. Gut, im ersten Stream, den wir uns jetzt gerade ganz kurz angeguckt haben, fand ich ein bisschen blöd, dass du da sitzt und direkt die Kippe anzündest und
nichts sagst, kein Hallo, kein gar nichts. Das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn man schon einen Stream startet, sollte man zumindest die Begrüßung raushauen und meinetwegen danach dann halt die Kippe anstecken. Aber wenn der Stream so anfängt, würde ich glaube ich direkt wegschalten. Keine Ahnung, gucke ich mir nicht an. Aber sonst, wie gesagt, ganz okay. Ja. Eigentlich nichts dran zu bemängeln. Wie gesagt, Thumbnails solltest du definitiv drüber nachdenken. Deine Social Media solltest du verlinken. Das kannst du ja in der Kanalinfo machen. Und ja, das war's für heute, Leute. Wenn euch die Kanäle gefallen haben, dann schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Dort sind alle Kanäle verlinkt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da. Über ein kostenloses Abo freue ich mich sowieso. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne bei Insta reinschauen. Dort bin ich auch aktiv. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Wenn ihr dabei sein wollt in diesem Format, dann könnt ihr mir gerne auch schreiben unter dieses Video. Dann werde ich mir euren Kanal ebenfalls angucken. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut und ciao.